Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe mir jetzt endlich meinen Traum erfüllt und mir eine größere Werkstatt zugelegt, die den entscheidenden Vorteil hat, dass sie in dem gleichen Haus ist, in dem ich auch wohne. Das heißt, ich muss nicht mehr so weit fahren. Hat allerdings das Problem, sie ist einigermaßen dreckig. Und ich dachte mir, vielleicht könnte diese Aufräum- und Bauaktion, die ich hier vorhabe, ganz interessant sein. Und dachte mir, film einfach mal mit. Ich habe bisher noch nicht allzu viel gemacht. Ich habe angefangen, ein paar Spinnen sehen wegzumachen. Vielleicht gehen wir mal rum. Und ich habe mir außerdem so einen LED-Strahler besorgt. Den einfach mit einem Kabel aus meiner Haushaltssteckdose festgemacht, dass ich überhaupt erstmal Licht habe, weil ihr könnt sehen, hier ist nichts. Gehen wir mal rum. Ist ja nicht allzu viel gemacht, außer Spinnenweben weggemacht und hier hinten ein bisschen sauber gemacht. Den coolen Nachtsurteilen würde ich mal sagen, dass in den Keller hier die letzten 30 Jahre niemand mehr war. Und hat den entscheidenden Vorteil gegenüber meiner alten Werkstatt, weil das soll meine neue Werkstatt werden, dass ich mehr Platz habe. Außerdem gibt es hier weiterhin WLAN, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe vor, hier ordentlich Licht reinzukriegen. Das wird wahrscheinlich die erste Aktion werden. Wird allerdings eine ganze Weile dauern, bis ich hier vorankomme, weil ich nur so bedingt Lust habe, mich hier im Keller rumzuhängen und auch momentan nicht allzu viel Zeit habe. Als so kurzer Plan. Ich werde erstmal hier sauber machen. Dann wird irgendwann ein Infopunkt kommen, Elektrik. Ich möchte hier oben an der Decke so LED-Strahler haben. Mal gucken. Vielleicht so LED-Paneele, dachte ich mir eigentlich, die ordentlich Licht machen. Vielleicht so zum Film auch ganz praktisch sein könnte, also auch für euch gut sein könnte. Es ist irgendwie alles, Altbau. Es gibt hier bisher überhaupt keine Elektrik. Das heißt, ich werde auch mir in der nächsten Versorgungsstelle Strom holen müssen. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen zum Thema Deckenlicht und LED habt, schreibt es in die Kommentare. Bin da für Anregungen offen. Und vermutlich werde ich auch die Wände streichen müssen, um ein bisschen mich mit dem Dreck rauszukriegen. Das ist dann auch so die nächste Aktion. Ich werde mir was mit Belüftung Gedanken machen müssen, weil richtig gut ist die Luft hier nicht. Aber auch das steht dann irgendwann an. Und das kommt dann so. Es gibt noch keinen richtigen Pläne, außer dass vermutlich hier hinten die Ecke eher so für Dings sein wird, für Ablage und Lagerfläche, um vielleicht Regale hinzustellen und sowas. Das heißt, hier muss jetzt nicht ganz so viel Licht sein. Hier vorne wird vermutlich eine Werkbank stehen oder sowas. Dann kann ich hier so ein bisschen weiter nach oben arbeiten. Das heißt, hier oben wird definitiv eine Deckenlampe ran müssen. Längerfristig werde ich dieses Holzgebinde, Verschlaggebinde mal austauschen müssen, irgendwas Solideres dran machen müssen. Aber das wird so der langfristige Plan sein. Ich würde jetzt erstmal anfangen, die sauber zu machen. Das wird für euch nicht allzu spannend sein. Und ich schätze mal, mal gucken. Ich höre euch dann vielleicht dazu, wenn ich mit Elektrik oder was anfange. So, wir haben jetzt einigermaßen Fortschritt hier gehabt. Beziehungsweise ich. Ich habe nur noch schwer erkennen können, hinten diese Kohle-Ecke sauber gemacht. Und ungefähr 3 große Kisten Kohle weggeworfen. Habe einen noch übrig, da unten. Diese komische Holzecke da zerlegt, das kommt dann demnächst am Sperrmüll. So, die Wände sind soweit einmal alle abgeschrubbt worden. Ich glaube, man kennt es trotzdem nicht, aber ja. Und als allernächstes werde ich mich darum kümmern, hier die Wände zu streichen. Ich beschlossen, ich möchte unten mehr Licht haben, also nicht nur Deckenlicht, sondern auch an den Seiten mehr Licht haben. Das heißt, streich die Wände weiß, das sieht ein bisschen heller und ein bisschen freundlicher aus und sorgt dafür, dass Licht besser von den Lampen reflektiert wird und den ganzen Keller etwas heller und freundlicher macht. Und das steht dann so als nächstes erstmal an. Auch streichen, ich habe relativ einfach über eine Farbe besorgt. Muss ja nicht schön aussehen, sondern einfach nur etwas heller werden als vorher. Und das steht dann hier so demnächst an. Das war's auch schon. Und ich mache dann gleich weiter. Ich würde mal sagen, haben wir es so einigermaßen geschafft. Wir haben Licht, wir haben Strom.
da die Stehlampe dran gemacht, um zu testen, wie die Steckdose funktioniert. Vor allem haben wir ordentlich Licht. Damit bin ich durchaus zufrieden. Ja, jetzt geht es natürlich noch um so grundlegende Sachen wie aufräumen, wegräumen, sauber machen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Gips recht zufrieden. Ja, da steht auch noch irgendwie anderes Zeug, wo was weg muss. Alter Müll, altes Holz. Dann können wir uns auch den nächsten Gedanken machen, so Sachen wie Werkbank, die irgendwie hier hinkommen sollte, und irgendwie Regale, Schränke, wo man Zeug ablagen kann. Das kommt dann alles demnächst. Bin mit dem Licht sehr zufrieden, es ist ordentlich. Ich habe hier einfach nur so einen einfachen Strahler hingestellt, weil knapp die Hälfte gekostet hat von dem, was diese Flächenpaneele kosten. Das muss ich bei gleich noch sauber machen. Und da hinten brauche ich kein anderes Licht, sondern einfach nur ordentliches Licht, um da hinten was abzulagen. Und da es da in den Ecken nicht so dunkel ist. Deswegen war es mir da egal. Kurz zum Aufbau, ich habe da drüben noch eine Steckdose an einem Test gemacht. Eine Doppelsteckdose. Dass ich, wenn ich in meinem Werkbank habe, da ein bisschen mehr Licht habe, ein bisschen mehr Strom habe. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich innen dran. Keine Ahnung, irgendwie dachte ich mir, noch eine zu haben, ist vielleicht ganz praktisch. Hier sind die beiden Lichtschalter. Ich kriege quasi meinen Strom von dort. Da rein, teilt sich auf. Lichtschalter 1 für Licht, Lichtschalter 2 für Strom. Die sind natürlich falsch schon, wie ich gerade sehe. Das heißt, das muss ich vielleicht nochmal zusammenstecken, dass es richtig rum ist. Ob man quasi beide in die gleiche Richtung posieren lassen kann. Vielleicht kann man es so gut erkennen, dass die besser sind. Ja, hier oben gehen die Kabel irgendwie noch so ein bisschen chaotisch lang. Da werde ich mehr von diesen Kabelhaltern ranmachen müssen. Ich muss einfach keine Lust, heute noch welche anzuschrauben. Das ist mal so tierische Sauerei. Und ja, mal gucken, worum es denn im nächsten Video gehen wird. Oder ob ich das vielleicht noch anschneide. Weiter einrichten wird definitiv feststellen. Ja, dann würde ich jetzt erst an der Stelle erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Wo es denn, keine Ahnung, worum gehen wird. Vermutlich Tisch bauen oder weiter einrichten. Und ja. Danke, bis zum nächsten. Adieu.